Hallo und willkommen zurück zu Silent Storm. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind gerade mitten im Feuergefecht mit den Nazis, die unser Munitionsdepot angreifen. Und das finden wir natürlich nicht prickelnd. So. Jetzt ist natürlich die Frage. Wollen wir unsere Leute getrennt halten oder... Auch das ist schon wieder so eine Sache. Wenn wir die Gruppe zu weit aufteilen. Was? 76%. Wer von denen ist der gefährlichste? Ich glaube, die sind alle gleich gefährlich. Die schießen nämlich auf uns. Komm mal her. Bei dem haben wir aber die größte Chance zu treffen. Da will wohl noch jemand mitfeiern. Sehr schön. Immerhin ein Treffer. So. Ja, ungefähr so habe ich mir das vorgestellt. Dieser Soldat wird bei seinem Schöpfer begegnen. Großartig. Punkte für 39%. Oder wir versuchen sie erstmal aus dem Gröbsten herauszuhalten. Was wahrscheinlich sogar das Klügste wäre. Nein. Wenn das jetzt ein Shooter wäre, würde ich fast sagen, was für eine tolle Gelegenheit für einen Doppeltreffer, aber darauf wird es wahrscheinlich nicht hinauslaufen. Den können wir gar nicht treffen, den können... Ja. So, alle bis auf die, die wir... 89%, das ist nicht mal schlecht. Fortschritt. Dieser Akzent. So. Rowdy. Du solltest dort nach Möglichkeit eigentlich nicht stehen bleiben. Aber schön. Wirklich schön gemacht. Ich möchte dich jetzt aber auch gerne wieder aus der Schusslinie holen. Es wäre ja schade, wenn dir jemand was tut. So, Gator. Verbessert unsere Chance eigentlich kaum. Aber wir werden jetzt trotzdem voll draufhalten. Ende der Geschichte. Ah, schön. Er hat den Finger vom Abzug genommen. Das ist sehr praktisch. Dafür brauchen wir mindestens 21, weil wir uns da ein Stück für zur Seite drehen müssen. Noch sind 4% Chance. Hat er gerade gebrüllt und einen einzigen Schuss in der Salve abgefeuert. Ja, ich bin bereit, es zu glauben. So, ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier gleich noch Truppen vorbeiströmen werden. Deswegen möchte ich, dass Abala
sich hier erstmal weiter verschanzt. Ach Gott, und sowas wird Offizier. Naja, wenigstens hat er getroffen. Einmal. Einen hab ich! Hm. Wie schön. Wie wär's, wenn du ein bisschen in die Richtung... Feind gesichtet. Schön. Die Wand hat auch bestimmt verdient, erschossen zu werden. Diese Panzerfaust macht mir ein bisschen Sorge. Und was haben wir hier? Hätte nicht seinen Kameraden erschießen können. Ich bin immer noch froh, dass unsere Feinde genauso schlecht schießen wie wir. Das erhöht wenigstens unsere Überlebenschancen. Was haben wir hier? Die werden uns alle töten! Wahrscheinlich. Aber Hauptsache meine Leute nicht. Eindringling! Gut schlecht geschossen. Eindringling! Ja, der Feind ist am Zug, ich seh's. Eindringling! Und was haben wir hier? Wuhu. Der Ofen ist aus. Eindringling! Besser sterben als bleiben. Besser am Leben bleiben als sterben. Aber... So. Ein Quick Save. ...35% Startwert. Das ist, und jetzt haben wir 100%. Verabschiede dich. Laden! Wieso? Meine Waffe ist geladen. Der meinte wahrscheinlich irgendwas anderes. ...22%... Schwer verletzt, leicht verletzt. Den zu treffen, das grenzt schon an ein Wunder. Langsam bekomme ich ein gutes Gefühl. Ja, wenn vor allem ein Baum gefällt wird von dem MG-Schützen, der in Schussrichtung steht, kann ich verstehen. Schwer verletzt, schwer verletzt. ...2%, 2%, das gibt keinen. Wie viele Granaten hast du denn noch? ...13, zum Werfen brauchen wir 20. Noch so ein Kerl. Ich sterbe. Gute Arbeit. Ich hatte zwar zwischen die beiden gezielt, aber die Wirkung ist unbestreitbar. Nein, nicht die Mauer hoch. Ich hätte gerne, dass du... zumindest versuchst, so weit wie möglich wegzukommen. Fortschritt. So. 11. Natürlich musste sich dieser Alliierte uns direkt in den Weg stellen. Das ist natürlich äußerst günstig.
Oh, Elf ist zwar kein Sniper, kann aber trotzdem den Sniper-Modus verwenden. 39% ist noch nicht mal eine schlechte Chance. Oh. Er ist schwer verletzt. Ich werde immer besser. Ja, ein Stück besser wäre noch besser gewesen, aber okay. So, ich möchte, dass du dich hinkniest. Dieses Gewehr hat keinen besseren Schussmodus. Aber du kannst damit schießen, das ist schon mal gut. Bleibt noch Abala. Kann beide nicht sehen. Okay. Ich habe verstanden. Ah, der Lithpilz, so nett. Okay. Sehr gut gemacht, Soldat. Ja, das Problem ist, jedes Mal, wenn man die Kamera bewegt, während der Action-Modus aktiv ist, wird diese automatische Kameraverfolgung abgeschaltet. Och, kommt schon, Leute. Muss ich denn alles alleine machen? Wahrscheinlich. Das Schöne ist, wir kriegen hier am Ende richtig viel Beute raus. Oh Gott. Einen hab ich. Denen zeigen wir, was wir an uns haben. Blutflecken wahrscheinlich, so oft wie ihr getroffen worden seid. Das Problem ist, diese alliierten Soldaten sind ziemliche Vollpfosten. Dementsprechend werden die, wenn wir gar nichts tun... ...wahrscheinlich verlieren. Seine blöden Freunde sind ihm zu Hilfe gekommen. Sehr schön. Ich will zwar prinzipiell nicht von dem Speichern-Laden-Prinzip Gebrauch machen, aber... uns hierhin bewegen. Oh nein! Das war dämlich. Na gut. 58% ist schon mal gut. Noch ist er gesund. Aber das werden wir ganz schleunigst ändern. 58, 77, 96, 98, 100%. Langsam bekomme ich ein mulmiges Gefühl. Das hat wehgetan. So, und wir können für die nächste Runde schon mal vorzielen. So, Abala, du... Ja, sure. Hast ziemlich einen Mist gebaut. Da hockt noch einer. So,
diese hier Mittel und die hier ist auch vom Gewicht her Mittel. Dementsprechend fliegt die natürlich nicht so weit, wie wir das gerne hätten. Deswegen hatte ich ja verschiedene mitgenommen. Diese hier können wir gerade noch so weit werfen mit einer 15%igen Chance. Ich bin dabei. Das glaube ich dir gerne, aber ich hätte lieber, dass du... Ich weiß nicht, irgendwo... ...12%. Wie viel brauchen wir für den Schuss? 17. Dann... So. Jetzt sind es 18%. Das ist auch... katastrophal schlecht. Das war peinlich. Wirf dich mal auf den Boden. Yeah! So hat eine Waffe zu funktionieren. So. Und wir könnten ihn tatsächlich noch treffen. Den mit 10% oder den mit 14%. Ich habe es langsam richtig drauf. Ich glaub's auch. Gut gemacht. Schafft 57%. Naja. Kann man halt nicht besser erwarten unter den Bedingungen. Auf die Entfernung. 49% oder 64%? Du kniest schon gut. Keine Sorge, du bist nicht der Erste und wirst nicht der Letzte sein. Gut, wir haben alle Punkte verbraucht. Versuche jetzt möglichst nicht die Kamera zu bewegen, damit wir was vom Spiel sehen. Vor allem, dass wir nicht immer selber suchen müssen. Eindringling! An sowas schimpft sich Offizier. Die beiden bluten, die werden wahrscheinlich eh nicht überleben. Er hat gerade einmal nachgeladen. Autsch. Da hat ein Schuss gesessen mit der Panzerfaust. Naja, immerhin sind das genauso schlechte Schützen. Ich sage es immer wieder, wir können uns glücklich schätzen. Das ist ein ungünstiger Kamerawinkel gerade. So, wir sind am Zug. Speichern. Einfach nur, um uns ein bisschen sicherer zu fühlen. So. 6. 52% ist schon mal gar nicht schlecht. Du kommst auf, naja, 58. Aber auf den Versuch kommt es halt immer an. Dann. Hilft es nichts. Wir müssen uns hier ich bewegen. Werde immer... Okay. Das sind lausige 8%.
Und so kann ich nicht mal sagen, wie viel Punkte uns das kostet. Na komm. Ich bin dabei. Das war schlecht. Okay, du hast noch 5 Schuss im Magazin. Beständigkeit zahlt sich aus. Ja, treffen allerdings auch. 35 Punkte, um die Waffe nachzuladen. Das ist schlecht für uns. Wie sieht's mit dem aus? 66%. Was für ein Haufen Versager! Sagt der, der auf dieselbe Entfernung auch immer daneben geschossen hat. Besser wird es allerdings auch nicht. Gator kann nichts mehr machen. Ach komm, die Entfernung ist ja nun wirklich lächerlich. Gott steht uns bei. Naja. Hoppala. Wenigstens müssen wir das Ding nicht bezahlen. Ja, unterbrechen. Zehn Prozent oder 12%. Als erster sterben. Aber für ein erstes richtiges Gefecht muss man ja dazu sagen, ist das eine ganz ordentliche Karte. Da hat da hinten ein Sniper mit sitzen. Und wir sind wieder dran. Kleiner Denkzettel, Mistkerl. Nicht schlecht. Zwei Prozent oder 2%. Ich glaube, unter den Umständen. Schön. Der Ofen ist aus. Na, endlich. Das meine ich wohl auch. Hm, 36%. Gut gemacht. Der Ofen ist aus. Auf den können wir nicht schießen, denn wir können ihn nicht sehen. Was natürlich schlecht ist.
ist so gut wie erledigt. Dieser Soldat wird bald seinem Schöpfer begegnen. Und leg dich hin. So, Gator hat noch ein paar Punkte, aber das nutzt uns momentan nichts. Kommt schon, die stehen so schön zusammen. Der Ofen ist aus. Okay, hier läuft noch irgendwo einer rum. Und was haben wir hier? Denen zeigen wir, was wir an uns haben. Also ewig werden die auch nicht verfehlen. Autsch. Ja, ich meine, 20 Schadenspunkte ist jetzt noch nicht so heftig, ne? Aber... Einen hab ich! Okay. Wir kommen auf 81%. Für einen Punkt bekommen wir 3 dazu. Da hast du's. Na. Die haben sich bestimmt totgelacht. Das war wirklich total daneben. Aber absolut. Sehr schön. Den hat erwischt. Naja, wie auch immer. Gut. Sonst, Gator hat noch Punkte übrig. Nee, das ist nur ein Helm auf dem Boden. Aber... Es bleibt erstmal nichts anderes übrig, als die Runde zu beenden. Och komm! Guard steht uns bei. Ja, das Problem bei Gott ist immer, Gott steht ja allen bei und deswegen hat keiner einen Vorteil. Eindringling!
Feind gesichtet. Dafür habe ich mich nicht gemeldet. Ja, wer ist schon Soldat geworden, um Krieg zu spielen? Ich erwarte jetzt eigentlich, dass irgendwann aus dieser Richtung hier die verbleibenden Heckenschützen eintreffen werden. Und haben wir hier alles rumliegen. Hier liegt wirklich eine Menge Zeug rum. MP40, MP40... Wir haben hier nachher die komplette Auswahl. Ich bin dabei. Ich werde aber einen Teufel tun, unsere Leute jetzt frontal ins Gemetzel zu schicken. Hier wird sich jetzt jeder ganz langsam und vorsichtig bereit machen. So, und das Beste, was uns gelingen könnte, wäre, mit dem MG hinter diese ganze Truppe zu kommen. Und denen damit in den Rücken zu fallen. So. Ein Wunder wäre jetzt nicht schlecht. Und was haben wir hier? Das hättest du nicht mal versuchen brauchen. Hey, Offizier, die Party ist in die andere Richtung. Meine Zeit ist... Das war zu erwarten. Irgendwo hier. Mhm. 14%. Das dürfte eigentlich nicht mal die Mühe lohnen, aber... Da haben wir 22. Ne, verbrauch alles und... Dann versuchen wir das Anfang der nächsten Runde. Der hat die schallgedämpfte Maschinenpistole, die ich haben will. So, 59 jetzt schon, das ist schon mal nicht schlecht. Okay, das ist das Maximum, was ich ausgeben kann für den Schuss. Es geht aufwärts. ...29% schon wieder. Okay. Dieses Grafikglitsche irritiert, aber... Ich bin dabei! Sie haben es erfasst.
Nein, ich möchte eigentlich... Angekommen. Klar und deutlich. Eigentlich nicht auf das Auto klettern. Aber es wäre durchaus verlockend, sich hier zu positionieren. Ganz wie erwartet. Können wir diese Runde zwar nicht schießen, aber... Eventuell schaffen wir es nächste Runde. So, 11. Seine blöden Freunde sind ihm zu Hilfe gekommen. 15% ist nicht wirklich gut. 30% sind es auch nicht. So. Ja, Sir. Okay, und den Rest der Punkte sparen wir auf. Ha! Da sitzt er. Guter Schuss. Ungünstigerweise können wir hier aber gerade nicht die Kamera drehen. Die werden uns alle töten! Euch, ja. Nicht uns. So, im Übrigen scheint der Timer gerade anzudeuten. Wir können eh mit Elf nichts machen. Naja, der Timer ist mal wieder hängen geblieben. Aber die Episode müsste jetzt schon vorbei sein. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Runde beenden wir noch eben. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen, wie immer runter in die Kommentarsektion. Einen Link zum Spiel gibt's in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Hoffentlich werden die Deutschen jetzt auch irgendwann noch fertig. So, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.